Novak Djokovic hat zum 9. Mal die Australian Open gewonnen. Im Finale von Melbourne besiegte er den chancenlosen russischen Tennisprofi Daniil Medvedev in 3 Sätzen 7:5, 6:2, 6. Das Match geriet zum Sprint. Nach nur 1:53 Stunden war Djokovics Sieg perfekt. Djokovic hat damit alle seine bisherigen Endspiele in der Rod Laver Arena gewonnen. Mit seinem 18. Grand Slam-Titel verkürzte der Serbe in der Bestenliste den Abstand zu den führenden Roger Federer und Rafa. Die Superstars aus der Schweiz und aus Spanien haben jeweils 20 Major-Titel gewonnen. Medvedev musste nach 20 Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken und verpasste auch in seinem 2. Grand Slam-Finale. Dem 1. 2019 hatte er das Endspiel der US Open gegen Nadal verloren. Damals hatte Medvedev nach einem 0:2-Satzrückstand noch ein 5-Satz-Match als Sieger.